Welcome to Brand Image, mein Name ist Chris und wir bewerten alle die Ärzte-Songs alphabetisch und heute kommen wir zum Buchstaben H. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und natürlich nicht vergessen, ihr könnt mitmachen. Da unten in der Videobeschreibung sind die Songs, die heute thematisiert werden. SRGC, Kommentare, SRGV, eure Bewertung von 0 bis 10 und let's go. Und los geht's mit dem Lied How von der Les Frisur. Ein Song, den ich relativ kraftvoll finde. Also ich finde, der wirkt extrem mächtig. Es hört sich ganz komisch an. Ich finde den Song geil. Diese Refrain, dieses hohe Ha, das ich überhaupt nicht nachmachen kann und überhaupt keinen Ton treffe. Ach, wieso habe ich das gemacht und wieso habe ich es jetzt auch noch reingeschnitten? 7 von 10. Hände innen, ein absoluter Favorit von mir. Die, die den Song nicht kennen, das ist der Hidden Track von dem Album Geräusch. In meinen Augen absolute 10 von 10. Ich liebe dieses sich selber nicht ernst nehmen Hip-Hop-Stil. Diesen sich selber nicht ernst nehmen Hip-Hop-Stil, die sie in diesem Song machen. Grandioser Song. 10 von 10. Hair Today, Gone Tomorrow ist ein okayer Song der Les Frisur. Es gehört eher meiner Meinung nach zu den schwächeren Songs des Albums. Ich würde dem Song hier mal so eine 4 von 10 geben. Halsabschneider, wie ich finde, eine sehr schwache B-Seite. Übrigens eine B-Seite von der WSG-Single. In meinen Augen maximal eine 2 von 10. Hass auf Bier, ein Bullenstart-Song. Und auch hier eine von den eher schwächeren, wie ich finde. Aber ich würde trotzdem sagen, eine, ja, so eine 5 von 10. Helmut K., ein Lied von dem Ab 18 Album und ich weiß noch ganz genau, wie ich damals dieses Ab 18 Album von meinem Vater bekommen habe. Ja, da war ich, keine Ahnung, 13, 14 oder so. Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht mehr im Kopf, wie alt ich zu welchen Situationen war. Ich war auf jeden Fall minderjährig und krasser Scheiß, Alter. Ich habe die ab 18 minderjährig gehört. Ich weiß noch, wie ich damals immer heimlich dann, wenn ich wieder daheim war, auf meinem MP3-Player hier Geschwisterliebe und Claudia angehört habe, weil ich es ja eigentlich hätte gar nicht machen dürfen. Mein Gott, habe ich mich da evil gefühlt. Helmut K. 7 von 10. Herrliche Jahre, der beste Song von den Spendierhosen. Ich glaube, den ersten Mal so richtig bewusst gehört habe ich den in meinem letzten Jahr in der Realschule 2009. Oh mein Gott, das ist 11 Jahre her. Ich habe gerade eine Existenzkrise. Einfach zum Schulabschluss damals war das so ein cooler, gute Laune-Song und keine Ahnung, den fand nur ich cool. Sonst, ich war eh in meiner Klasse, haben vielleicht 3 Leute die Ärzte gehört, ich war einer davon. 10 von 10 in meinen Augen. Heulerei, ein sehr starkes Lied vom Jazz ist anders Album. Ich bin von dem Jazz ist anders Album im Großen und Ganzen nicht so begeistert, aber Heulerei ist auf jeden Fall ein sehr starkes Lied. Übrigens hier, by the way, für die Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, die Economy-Version und Remixe von Songs, hier zum Beispiel die ganzen Remixe von Yoko Ono und Rock'n'Roll Übermensch, nehme ich nicht in dieser Liste mit auf, weil ich die alle nicht gut finde. Also ich finde die Remixe nicht gut, ich finde die Economy-Version nicht gut. Ich könnte die einmal über den Kamm scheren und denen alle eine 1 von 10 geben eigentlich. Aber Heulerei hier ganz klar eine 8 von 10. Hey Who in Scheiben, absolut großartig. Ich habe den Song damals nie so wirklich als Studioversion gehört. Den ersten Mal bewusst angehört habe ich mir den 2011 bei Laterne Joe in Ulm, wo sie den live gespielt haben. Und es hat mich einfach so weggeflasht und seitdem liebe ich diesen fucking Song einfach. Und in meinen Augen auch ganz klar eine 10 von 10. Himmelblau war auch so ein typischer Abschlusssong, so ein Abschlussklassensong, so die Zukunft wartet auf uns und meine Güte, hätte ich vor 11 Jahren gewusst, dass ich 11 Jahre später in einer absoluten Krise hier auf der ganzen Welt lebe mit einer Pandemie, die ausbricht, dann hätte ich mir wahrscheinlich gedacht, yo, why the fuck not? Auf jeden Fall Himmelblau, ein starker Song, allerdings nicht der beste von Jazz ist anders, würde ich so eine 7 von 10 geben. Und kommen wir zum letzten Lied von heute. Hurra, oder wie viele Leute tatsächlich sagen, hip, hip, hurra. Aber ich meine, ist ja genauso wie zu Schrei nach Liebe viele Arschloch sagen. Nochmal irgendwas anderes. Hier, Schundersong, immer mitten in die Fresse rein. Das sagen auch so viele Leute dazu. Aber Faden verloren. Hurra, absolut grandioser Song von der Planet Punk. Ich würde jetzt hier auch nicht sagen, der beste von der Planet Punk, aber auf jeden Fall in den Top 3 dabei und auch ganz klar eine 10 von 10. Großartiger Song. Allein schon Rock im Park 2019. Dieser Moment, wobei Hurra es angefangen hat zu regnen und alle haben einfach nur noch getanzt und sind rumgesprungen und sind rumgehüpft. Einer der besten Konzertmomente, die ich je erlebt habe. Übrigens, da oben, Top 5 beste Konzertmomente, die ich je erlebt habe. Schaut's euch an. So, und das war es mit dem Video für heute. Jetzt natürlich nicht vergessen, einmal kopieren, eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Ich finde es einfach saustark. Ich finde es einfach mega interessant, wie Meinungen einfach auseinandergehen können.
Und ja, es freut mich, dass da so viele Leute diese Videos anschauen, dass da so viele Leute kommentieren. Allgemein, ich kann es nicht oft genug sagen, vielen Dank für über 2500 Abonnenten und let's go, machen wir die 3000 voll. Da gibt es dann ein paar Abo-Specials und da gibt es auch so einen Community-Livestream, wo ihr mir eure Channels zeigen könnt. Und wir gucken die im Livestream an, da habe ich richtig Bock drauf. Aber ja, bis zu 3000 dauert es noch ein bisschen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr es gerne positiv bewerten, diesen Kanal abonnieren und am Freitag wieder einschalten. Da gibt es einen Top 5 Video wahrscheinlich. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe es noch gar nicht gedreht. Lasst euch überraschen. Und am Montag gibt es natürlich wieder Musik-News. Mein Name ist Chris, das ist Brain Damage. Schalte wieder ein. Gut, man sieht jetzt die Gitarre nicht. Egal, ich mache hier noch ein bisschen Platz. Hier, Kanäle. Vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Ein Abo wäre grandios. Ihr könnt auch gerne ein Like geben. Folgt mir auf Twitter und auf Insta, aber nicht im echten Leben.